Das war so klar. Ich sag doch Angriff für Raketenwerfer. Machen wir ihn fertig. Piu, 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 piu. Boah, die kommen aus jeder Seitengasse, die wollen den Typen. Der Shit hier ist echt. Mein Gott, wie viel sind da? Geht's viel zu weit vor. Hell yeah, ein nach dem anderen. Und du. Ach. Da. You think I was a joke? You've got to get us to the Civic Citadel. Irgendwie bestimmt. Nehmen wir das Auto. You're gonna try to take out a politician, you better take him out for sure. Thanks for the advice. American gangsters like John Gravelli understand the way life works. It looks like these men really want you dead, Mr. Jefferson. Sollte kein Problem sein. Die hängen wir locker ab. Gaspar, der drückt mir komplett durch. Und das war's. Easy peasy. The politicians are as crooked as a gangster. They don't understand that things are different here. Yeah, sure. You are as clean as the driven snow. I'll explain that important cultural difference to one of these Russian gangsters if our paths cross. Okay, nur noch den Typen dahin fahren. Toll, wir haben einen super beschissenen Weg genommen. Ich nehme mich einfach durch. Bock. Schon sind wir da. I don't know who you are, but you got me here. Goes to show, some immigrants have the best interest of the country in their hearts. I'll tell John you did well. Das war alles. Und Dimitri wird sicher ganz sauer darüber sein. Und das kann er in der Presse nicht gebrauchen. Mr. Grovelli, I took that friend of yours to City Hall. He should be giving a speech any minute. You did good. Heard you had some trouble along the way. You can always rely on those Russians to try something. How are we supposed to compete with these immigrant criminals when they want it so bad? You're working with me, aren't you, Mr. Grovelli? See you later. Nicht wirklich fun. Sit back and enjoy the ride. Gehen wir zu Jimmy. Gehen wir zu Jimmy. I can't get you any closer than this. Boah, $40. Ganz schön heftiger Preis. Schon sind wir da. Flatline. Not you as well. Tell me it ain't you as well, hey, you hey, slobbit hey. Fuck! What are you talking about? Speak, you Balkan piece of shit! I'm done with you, done with everyone. I'll go, but I ain't going quietly! Mr. Pegorino, I don't know what you're talking about. I came as quickly as I could. Fucking Anthony! What about Anthony? He was wearing a fucking wire! That is a problem. My personal bodyguard wearing a wire! I raised that kid like he was my own! I beat him like he was my own son! When my son killed himself, Anthony became my son! Now this! The world is a cunt! Where is Anthony? I heard he's wearing a wire! So I freak out! I call him up! He's such a moron, he leaves his cell phone on! So we speak. After he's gone states, of course. I mean... Jesus, what a chump! He freaks out on the phone, and I put the fear of God in him. I think maybe I've talked him out of it. Then, he has a goddamn heart attack on the phone.
I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived, and now he's in the Leftwood Hospital under heavy guard. Okay, okay. Of course he's got you on the fucking tape, too. Of course. So you'll do this for me. So you want me to talk to him? I want you to whack him. And after that, I want you to kill all the other rats I surround myself with. Okay. Okay, don't worry. Wir sollen ein ganzes schwer bewachtes Krankenhaus auseinandernehmen. Ist klar. Kriegen wir schon irgendwie hin. Na, wie ist es angegangen? Das war alles? Oh, was für ein Schiff, ey. Riesiges Auto. Nicht mit gezogener Waffe. Ich habe nichts in der Hand, also gehen wir rein. Ab in die Notaufnahme. God-Complex. Wir müssen jetzt mal umziehen, das ist eine gute Idee. Jetzt kommen wir da überhaupt nicht rein. Anzug weg, schade drum, aber anders geht's nicht. Hey! Wie als ob der Organe verkauft. Have a good night, Dr. Rosen. Cops act all nice when they get shot, but it's Mr. Tough Guy now that they're down the hall with a witness. Da, hier scheint es richtig hart bewacht zu sein. Can I have some time alone with my patient? I wanted to stretch my legs anyway. Das ist der Idiot. Boss? Peg, is that you? I'm sorry. I'm sorry. Shit, Nico. You here to see the boss? Yeah, he's just this way. Wait, isn't the boss in jail? What are you here for? Ah, shit. I didn't have a choice. They were gonna put me away for some hard time. I never thought it'd be me that turned rat. Also's. Aber locker getan. Und stechen wir dich ab. Und er piekst daneben. Verarschen? Ich krieg den nicht gepiekst. Ah, guck mal. Aber mach schnell, da müssen wir so machen. Zup, 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 zup. So sieht's aus. Und zack, haben wir den Flatline. In the leg. Au, stimmt alle schön ins Zimmer. Oh, was für ein Gemetzel, holy shit, ey. Die ganze Stadt wird hinter mir sein. Oh, komplett durchlöchert. Wir machen das extra brutal. Der Typ hat doch echt kein Gehirn. Warum würde der den verraten? War doch so klar, dass da einer hinterher kommt. Oh, der war knapp. Special Forces rücken hier schon langsam an. Ich werfe mal eine Granate voraus. Man kann nie wissen. Oh shit! Wie viel scheiß Leben habe ich denn verloren? Torkel, Torkel, Torkel! Wie liegt der denn da? Warum nicht? Bein hoch? Stretching aktiviert. Wow! Boah, zu viele! Durch ihr Leben rauskommen. Den habe ich aber gegeben. Meine Fresse, so viel Blut. Du liegst doch im Krankenhaus, sollen sie sich um dich kümmern. Glaube ich, nehme die Polizeikarre, die ist ein bisschen beweglicher als das Auto. Dass sie mich noch nie getroffen haben. Muss den Teufel an die Wand malen. Weg hier. CPC. Ah, können wir hier lang? Natürlich nicht. Erstmal den Helikopter loswerden. Ich habe keine Raketenwerfer mehr. Selbst wenn ich den abschießen würde, hätten wir 4 Sterne. Nicht gut. War ich nicht. Ich muss erstmal jetzt schlau den ganzen Polizisten ausweichen. Weg, weg,
fake. Holy shit! Oh mein Gott, ich hätte springen können. Oh, die springen freiwillig. Die Polizei in dem Spiel, richtig crazy. 3 Sterne, fuck. Wird ein bisschen dauern. Oh shit, die haben mich gesehen. Komm schon, drück das Gaspedal durch. Vielleicht schaffen wir das. Pain Spray wäre da drüben, aber wir haben ein Polizeiauto. Und wir kommen aber auch so ganz gut weg. Boah, der Helikopter, nein! Der war jetzt schnell da. Von da drüben kommen die auch wieder aus 2 Straßenseiten. Wäre ich oben auf der Straße, werde ich wahrscheinlich entkommen. Auto. Keine gute Idee, glaube ich. Egal. So schneller zu Fuß wollte ich schon fast sagen, unterwegs. Ein bisschen windiger. Schnell, die sind eigentlich zu schnell. Ja, das ist gut. Der dreht doch hoffentlich nie um. Das geht, komm schon. Wir müssen es schaffen. Nur ein bisschen. Fuck ja. Yeah. Okay. Und wir haben sie verloren. 13.000 für den Auftrag. Das war gut. Okay, wohin? PB ist in der Nähe. I don't think you will be seeing Anthony on the witness stand. I better not be seeing you up there either. Or anybody else I know for that matter. Fucking spank. Burning everybody in the rack. Die Frau von ihm hatte recht. Die hatte absolut recht. FBI ist überall. Gehst du auf? Geh du auf. Da fuck, warum geht das nicht auf? Hä? Merkwürdig. Normalerweise geht das automatisch auf. Nämlich verarschen, jetzt ist das Ding aufgegangen. Komm, nimm die Karre. Schafft er wahrscheinlich nicht. Oh, Bernie. What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically from him. What is it? This car. Enjoy! I only power walk or take cabs, so I figured... Naja, bla bla bla. Holen die Karre ab. Irgendwann. Okay, gucken, was der von uns will. Did you see a fucking helicopter on your way here? No, I don't think so. Okay, let's go. Come on, quick. We gotta head towards Port Tudor. The old factory off of August Street. Ne, steigt schon freiwillig auf. Nehmen wir auch den Helm. Immer noch Dr. Nico. Anzug haben wir verloren. The fucking Russians have got to Charlie Mateo. They told this top Ancelotti capo that it was us that took the sugar. Who knows how the fuck they knew? I didn't tell nobody. It don't matter. What has to happen is that you gotta take out Chubby Charlie before he choppers it into Algonquin to tell the commission that we're knocking off the Ancelotti's action. So I go into this factory and I ice this fat Charlie? That's right.
I'm gonna go make a lot of noise so no one thinks I had anything to do with it. Okay, er macht viel Krach, damit keiner denkt, dass irgendjemand was damit zu tun hatte? Okay.